Das Justizministerium verkündet die Zerschlagung des Dark Web-Marktes Alphabay. Der Täter war ein Technikexperte. Er galt als die Nummer 1 unter den Cyberkriminellen. Er besaß 2 benachbarte Häuser und kaufte ein weiteres. All seine Autos waren Luxusautos. Aber wir konnten nicht herausfinden, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Die Webseite erwirtschaftete fast eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr. Wir sprechen von 300 bis 500 Millionen Dollar pro Jahr. Mein Name ist Paul Craig, ich bin der Chief Hacking Officer bei Vantage Point Securities. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge von etwas, das illegal ist, und Sie wollen es verkaufen. Sie können nicht auf einen Online-Markt und es dort auflisten. Das Dark Web hat dieses Bedürfnis befriedigt und ist zu einem Marktplatz geworden, auf dem Menschen Dinge verkaufen können, die illegal sind. Dark Web-Märkte sind die Schwarzmärkte des Internets. Hier können wir ein Diplom von fast jeder Schule für 0,1 Bitcoin bekommen, also etwa 1.000 oder 1.100 Dollar. Hier gibt es britische Reisepässe mit dem Namen Ihrer Wahl für 1.000 britische Pfund. Wir sehen, dass Sie hier auch ziemlich gefährliche Sachen verkaufen. Wir haben auch Waffen im Angebot, AK-47er, 500 Dollar. Dieser Marktplatz sieht eigentlich ganz gut aus. Er ist ganz neu, er sieht ganz legitim aus. Aber das ist alles illegal. All illegal. 2014 wurde der berüchtigste Dark Web Markt Alphabay gestartet. Er hatte über 250.000 Angebote und mindestens 200.000 Nutzer weltweit. Die täglichen Transaktionen bei Alphabay betrugen im Durchschnitt 800.000 US-Dollar. Das war der höchste Wert, den das Dark Web je gesehen hatte. Betrachten Sie es als eBay ohne die Auktionen oder Amazon Marketplace. Im Prinzip ist es genau dasselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Seite anonym ist und die Leute keine Scheu haben, mit illegalen Waren zu handeln. Alphabay sah aus wie eine wirklich einfache, abgespeckte E-Commerce-Seite. Sehr einfach. Es gab nur Kategorien und Listen mit Produkten und Preisen. Man klickt auf den Link des Produktes und kann ein Foto und eine kurze Beschreibung sehen. Top bewertet, sehr stark, im Labor getestet. Und viele Leute machen Kommentare darüber, wie sie ihre Produkte heimlich verschickt haben. Es wird in einer CD-Hülle verschickt oder in einer Vase versteckt oder so. Die meisten Angebote auf Alphabay hatten mit Betäubungsmitteln oder Drogen zu tun. Es gab hunderte von Seiten mit Angeboten für verschiedene Kategorien. Man sah viele Bilder von Betäubungsmitteln, Waffen und Dingen, die generell illegal sind. Die Verkäufer stammen vermutlich vor allem aus den Niederlanden, Großbritannien, Australien, Deutschland, China und den USA. Marktplätze wie Alphabay sind insofern interessant, als sie den lokalen Drogenhändler auf die globale Ebene bringen. Wenn man bedenkt, dass der gesamte Drogenmarkt riesig ist, es geht um Billionen von Dollar.
Aber ihr lokaler Drogenhändler macht nicht viel Geld. Die Einnahmen sind relativ gering, weil man von Angesicht zu Angesicht mit ihnen zu tun haben muss. Außerdem ist der Verkauf von Drogen auf der Straße mit einem hohen Risiko verbunden. Daher sind diese Geschäfte in der Regel recht klein. Aber durch die Verlagerung ins Internet wird das Amazon-Modell des elektronischen Handels für illegale Waren genutzt. Das verschafft den Leuten natürlich einen viel größeren Pool potenzieller Kunden auf einem viel größeren Absatzmarkt. Man hat es nicht nur mit 10 oder 15 Stammkunden zu tun. Sie haben es möglicherweise mit Zehntausenden oder Hunderttausenden von potenziellen Kunden weltweit zu tun. Diese Websites haben nicht viel Inhalt, außer dass hier illegale Waren zum Verkauf stehen. Im Jahr 2014 wurde der Gesamtbetrag aller Transaktionen auf dem Dark Web-Markt auf 600.000 US-Dollar geschätzt. Alphabay hat diese Zahl für seine täglichen Verkäufe nach nur einem Jahr erreicht. Es wurde schnell der größte Dark Web-Markt in der Geschichte. Die Technologie ermöglicht nicht nur das Gedeihen legitimer Unternehmen, sondern auch Kriminellen, diese Technologie zu nutzen, um einfach eine bessere Rendite zu erzielen. Es ist definitiv eine größere Bedrohung für die Allgemeinheit. Und deshalb war es für die Polizei eine Priorität, es zu schließen. Guten Morgen. Heute nutzen einige der erfolgreichsten Drogenlieferanten das sogenannte Dark Web. Eine Sammlung versteckter Websites, auf die man nur zugreifen kann, wenn man seine Identität und seinen Standort verschleiert. 2017 wurde die Operation Bayonet ins Leben gerufen. Eine multinationale Strafverfolgungsoperation, die sich gegen Alphabay richtet. Teilnehmende Länder: USA, Niederlande, Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Litauen, Spanien, Hongkong, Thailand, Zypern. In Zusammenarbeit mit Europol. Während der Alphabay-Untersuchung wurde klar, dass die Person, die für den Marktplatz verantwortlich war, den Namen Alpha 02 trug. Mitarbeiter von Operation Bayonet erstellten Benutzerkonten auf Alphabay, um verdeckte Käufe zu tätigen. Wenn sich neue Benutzer registrierten, erhielten sie eine Willkommens-E-Mail vom Administrator. Die E-Mail-Adresse schien einem Kanadier zu gehören, Alexandre Cases, geboren am 19. Oktober 1991. Ein Computergenie mit einem IQ von 142. Operation Bayonet konnte die Adresse zu Cases zurückverfolgen. Laut seinem LinkedIn-Profil gründete er mit 17 Jahren eine Computerfirma, EBX Tech. Er führt in seinem Profil zahlreiche IT-Fähigkeiten auf. Das Interessante an Alexandre Cases ist, dass er seine Online-Karriere im Wesentlichen als jemand begann, der illegal erlangte Online-Zugangsdaten verkaufte. Er hatte vielleicht diese Hacker-Mentalität. Er baute seinen Marktplatz auf dieser Grundlage auf. Er war technologisch interessiert. Er betrieb gerne Websites, E-Commerce-Plattformen. Und er hatte ein erfolgreiches Geschäft. Das liegt in der menschlichen Natur. Man hat ein erfolgreiches Unternehmen, etwas, das man gerne macht. Man verschließt vielleicht sehr schnell die Augen vor dem, was im eigenen Unternehmen vor sich geht. Oder man merkt gar nicht, was man tut. Einige von ihnen gründen Marktplätze aus, ich würde sagen, ideologischen Gründen. Sie sind der Meinung, dass der Staat den Menschen nicht vorschreiben sollte, was sie ihrem Körper zuführen dürfen und was nicht. Und sie wollen dafür eine Online-Plattform zur Verfügung stellen. Aber dann, wenn der Marktplatz anfängt, recht gut zu funktionieren, merken sie, dass das Geld fließt.
Es macht ihnen einfach Spaß, diese Märkte zu betreiben. Und genau das ist es, was zu ihrem Untergang führt. Operation Bayonet erließ Haftbefehl gegen Alexandre Cazes. Zu den 16 Anklagepunkten gehörten Verschwörung zur Beteiligung an einer korrupten, erpresserischen Organisation, Verschwörung zum Drogenhandel und zum Identitätsdiebstahl. Die Ermittlungen führten sie nach Asien, Cazes Versteck, wo er Alpha Bay betrieb. Die örtlichen Behörden wurden alarmiert. Als wir von Alpha Bay hörten, dachten wir zunächst, es ginge nur um die Schließung einer Website. Ich dachte, das wird schon nicht so schwierig. Er sagte, kennst du den Makro-Großmarkt? Ich sagte, ja, das tue ich, Makro ist riesig. Und er sagte, was wäre, wenn Makro illegale Drogen verkaufen würde und 50 Mal größer wäre? Würdest du das groß finden? Cyberkriminalität verursachte weltweit einen Schaden von 600 Milliarden US-Dollar. 2018 wurden über 12 Millionen Dollar an Vermögenswerten in cyberbezogenen Fällen beschlagnahmt. Die Ermittler konnten nicht glauben, was sie bei der Untersuchung aufgedeckt hatten. Sie konnten nicht glauben, dass so etwas in unserer Welt vorkommt. Ein Krimineller, der eine Webseite im Wert von Millionen von Dollar verwaltet. Tausende von Straftaten auf einer einzigen Plattform. Das war kein typischer Webseitenmanager. Wir hatten erfahren, dass die Website über 100.000 Nutzer hatte. Es ist ungewöhnlich, dass sich so viele Drogendealer am selben Ort und zur selben Zeit versammeln. Ich bekämpfe den illegalen Drogenhandel schon seit 30 Jahren. Aber diese Operation war ungewöhnlich, weil sie mit viel Technologie durchgeführt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich vermutlich in Thailand aufhielt. Und so schränkten wir die Suche ein, die mehrere Monate dauerte, bis wir beweisen konnten, dass er in Thailand war. . 2008, als Alexandre Cazes 17 Jahre alt war, postete er in einem Online-Forum unter dem Benutzernamen Alpha02. Am Ende seines Beitrags gab er eine E-Mail-Adresse an. Es ist dieselbe E-Mail-Adresse, die neuen Benutzern auf dem Alpha Bay Marktplatz eine Willkommensnachricht schickt. Er hat ein altes Hotmail-Konto benutzt, was natürlich zu seiner Historie und seinem digitalen Fußabdruck führte. Er hat auch einige andere Namen auf verschiedenen Plattformen im Dark Web benutzt, genauso wie im normalen, sichtbaren Netz. Wenn du einen solchen Marktplatz betreibst, besteht auch das Risiko, dass einige deiner früheren Aktionen irgendwann auf dich zurückfallen. Bevor er überhaupt davon träumte, Alpha Bay zu leiten, hatten wir es mit etwas zu tun, das fast ein Jahrzehnt vor seiner Verhaftung stattfand. Einige dieser Dinge wurden verwendet, um verschiedene Online-Personen miteinander zu verbinden. Und das ist sehr wichtig zu bedenken. Was auch immer im Internet ist, es ist für immer dort. Wenn Sie irgendwo eine Identität verwenden, ist sie da und kann jederzeit in die Luft gehen mit all Ihren Informationen. Nichts, was man dort hinterlegt, wird je komplett gelöscht. Was wir wissen, ist, dass sein Name Alexandre Cazes war. Ein Kanadier, der hier mit dieser Passnummer lebte. Dann haben wir noch weiter gegraben und herausgefunden, dass er eine thailändische Frau hat.
Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nicht viel getan hat. Wir fanden heraus, dass seine Arbeit mit Computern zu tun hatte. Also gingen wir der Sache auf den Grund und überprüften sein Vermögen, das sehr groß war. Er besaß zwei nebeneinander liegende Häuser und kaufte ein weiteres für zig Millionen Dollar. Außerdem mietete er neben den Häusern, die er besaß, ein weiteres. Wir fanden heraus, dass er einen Lamborghini Aventador besaß. Das teuerste Modell, das fast 1 Million Dollar wert war. Außerdem besaß er einen Porsche, einen Mini Cooper und ein BMW-Motorrad. Dies sind alles Luxusfahrzeuge. Alexandre Cassis konnte leicht Zehntausende US-Dollar für ein Essen ausgeben. Er war in der Lage, Geld für alles auszugeben. Er lebte sehr luxuriös. Cassis hatte keine sichtbare Präsenz in den sozialen Medien. Aber unter dem Pseudonym Fish prahlte er mit seinem exzessiven Leben. Ich kannte den Kerl. Aus einem Chat, in dem Jungs über Partys, das Leben in Bangkok, Reisen und Mädchen diskutieren. Ich habe mehrmals mit ihm gechattet. Er ist in den letzten Jahren richtig reich geworden, hatte einen Porsche Panamera, einen Lamborghini Aventador und eine Villa. Wow. Schönes Auto, Bruder. Seine Erklärung war das frühe Investieren in und Handeln mit Bitcoin. Es liegt in der menschlichen Natur, mit seinen Errungenschaften zu prahlen. Aber oft rückt das Angeben sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Nachdem er Alphabet 2 Jahre lang geleitet hatte, wurde Cases Nettowert auf 20 Millionen Dollar geschätzt. Er besaß viele Häuser, Luxusautos und reiste viel. Aber wir konnten nicht herausfinden, womit er eigentlich seinen Lebensunterhalt verdiente. Wie ist das möglich? Cases hat Thailand nicht ohne Grund zu seinem Versteck gemacht. Viele Länder, auch in Südostasien, haben ein Gesetz, das es der Regierung erlaubt, aus Gründen der nationalen Sicherheit Daten aus dem Internet zu sammeln. Sie nennen das rechtmäßiges Abhören. Viele Länder in Europa machen das. Viele hochentwickelte Länder. Singapur, 100%. Aber in Thailand haben wir kein solches Gesetz. Und viele Hacker in der Welt sind froh, dass das thailändische Gesetz es der Regierung nicht erlaubt, Informationen aus dem Internet auszuspähen oder zu sammeln. Für sie ist das der Himmel auf Erden. 2014 wurde die Datenbank von Sony Pictures Entertainment von einer Gruppe namens Guardians of Peace gehackt. Persönliche Daten der Mitarbeiter, E-Mails und unveröffentlichte Filme wurden online veröffentlicht. Der Hack wurde nach Bangkok, Thailand, zurückverfolgt. Der Sony Pictures Hack war ein Fall von Weltklasse. Thailand war die Quelle der IP-Adressen, die Sony Pictures angriffen. Wir fanden heraus, dass wir von ausländischen Hackern gehackt worden waren. Alle IP-Adressen der Angreifer stammten von einer Universität und einem Hotel in Bangkok. Sie haben den Server kompromittiert. Und sie haben diesen Computerserver benutzt, um in Sony Pictures einzudringen. Wir haben viele Fälle, nicht nur Sony Pictures. Es gab Fälle, in denen wir mit dem Hacken von Systemen anderer Regierungen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht wurden.
Ausländische Hacker kommen nach Thailand und hacken Server. Wir nennen das Angriffsattribution. Das wird sich bald ändern, wenn ein neues Cybersicherheitsgesetz in Kraft tritt. Es gibt staatlichen Cyberbehörden weitreichenden Zugriff auf die Daten von Internetnutzern. Aktivisten haben es als Cyberkriegsrecht bezeichnet. Auf Alexandre Cazes LinkedIn-Profil ist ein von ihm gegründetes Unternehmen aufgeführt, EBX Tech. Die Firma ist seit Januar 2015, kurz nach dem Start von Alphabay, nicht mehr aktiv. Die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass EBX Tech eine Fassade für seine illegalen Aktivitäten war. Das Breaking Bad Syndrom. Breaking Bad ist eine sehr populäre Fernsehserie, in der man sieht, wie sich die Figur im Laufe der Serie von einem sehr netten, aufrechten Bürger zu einem absolut furchtbaren Kriminellen entwickelt. Mehr noch als das Geld ist es der Nervenkitzel, dieses Geschäft zu betreiben und zu erkennen, wie mächtig man ist. Sie werden süchtig nach ihrem eigenen Produkt. Und dieses Produkt sind keine Drogen. Es ist der Nervenkitzel, eine illegale Webseite zu betreiben. Alphabay ist ein Online-Marktplatz, der anonym im Internet betrieben wird. Anonymes Surfen funktioniert auf hohem Niveau nach folgendem Prinzip. Anstatt direkt mit der Webseite zu kommunizieren, die ich besuchen möchte, spreche ich mit einem Vermittler, der mit einem Vermittler spricht, der mit einem Vermittler spricht und so weiter. Es erlaubt Menschen, illegale Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, ohne Angst, erwischt zu werden, ohne Angst, identifiziert zu werden. Man kann sich in jedem Land der Welt befinden, und es wäre ziemlich schwierig zu beweisen, dass man derjenige ist, der etwas im Dark Web verkauft. Auf das Dark Web kann man nur über anonyme Webbrowser zugreifen. Die meisten benutzen The Onion Router oder kurz Tor. Als erstes laden Sie Tor herunter. Das können Sie kostenlos online machen. Es ist sehr einfach, sehr unkompliziert herunterzuladen und zu installieren. Und innerhalb von Sekunden können Sie den Tor-Browser nutzen. Im allgemeinen Internet, das die Leute kennen, sieht man .com, .net, .org. Im Tor-Netzwerk sehen wir nur eine Zeichenfolge und .onion. Es gibt keine Möglichkeit, den Domänennamen zurückzuverfolgen. Es ist nur eine zufällige Zeichenfolge. Man kann also ganz klar erkennen, dass das im Tor-Netzwerk ist. Ursprünglich war Tor ein Nebenprodukt des Office of Naval Research, um Geheimagenten und Spionen die Möglichkeit zu geben, anonym mit der US-Regierung zu kommunizieren. Mit der Zeit haben sich die Anwendungsfälle erweitert. Ein gutes Beispiel sind Journalisten, die in einem politisch sensiblen Land recherchieren und Dinge tun müssen, die von ihrer Regierung zensiert werden könnten. Das Tor-Netzwerk an sich ist also gar nicht so schädlich.
Man kann Informationen austauschen, die vielleicht unreguliert und unkontrolliert sind. Aber es gibt keine Möglichkeit, Produkte oder Dienstleistungen direkt über Tor zu kaufen. Aber wenn man Kryptowährungen hinzufügt, die das gleiche Maß an Anonymität und Privatsphäre bieten, erzeugen diese beiden Dinge zusammen plötzlich den perfekten Sturm. Du kannst also Produkte auflisten und Geld für Produkte erhalten. Alles anonym. Dark-Web-Märkte akzeptieren nur eine Form der Zahlung, Kryptowährung. Bitcoin ist die beliebteste Währung. Als ich 2013 an dem großen Projekt meines Lebens gearbeitet habe und versucht habe herauszufinden, wie ich dieses Materialarchiv an Journalisten weitergeben kann, wie sie die Dinge auf eine sichere Art und Weise sehen können, die nicht kontrolliert wird, stellt sich die Frage, brauche ich eine eigene Serverinfrastruktur? Vielleicht lautet die Antwort ja. Okay, wie bezahle ich das anonym? Vielleicht hat jemand wie ich Bitcoin für so etwas verwendet. Das sind 0,4 Bitcoins für einen niederländischen Pass. Das wären etwa 4.500 Dollar, wenn man den heutigen Kurs nimmt, der bei etwa 10.000 für einen Bitcoin liegt. Ja. Wir akzeptieren alle Kryptowährungen. Kryptowährungen sind definitiv die bevorzugte Zahlungsmethode. Das ist also mein Bitcoin-Wallet. Und das gibt mir den QR-Code. Wenn mir jemand Bitcoin schicken will, scannt er einfach diesen QR-Code, der dann an meine Bitcoin-Adresse geschickt wird. Und dann kommen die Bitcoin auf mein Konto. Bitcoin kann für viele legitime Dinge verwendet werden. Es ist bloß auch die erste Wahl für Leute, die Dinge im Dark Web verkaufen. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu verfolgen. Es gibt auch keine Möglichkeit, ein Kryptowährungswallet oder Adresse mit einer Person in Verbindung zu bringen. Traditionell wurden viele Verbrechen durch das Aufspüren von Geldspuren aufgedeckt, denn Geld hinterlässt immer eine Spur. Nehmen wir an, es handelt sich um ein Einlagenkonto. Der Täter weiß es, die Bank weiß es, viele Leute wissen es. Es ist nachvollziehbar. Aber bei Bitcoin weiß nur der Täter, wo das Geld ist. Der Handel auf der Website war ein virtueller Handel, er war nicht physisch. Der Drogenhandel oder die Daten befanden sich alle in der Cloud. Man kann also Millionen von Dollar an jemanden am anderen Ende der Welt schicken und im Gegenzug Waren erhalten, ohne dass jemand dazwischen etwas sieht oder weiß. Das Wachstum der Kryptowährungen hat sich direkt auf das Wachstum des Dark Web und der Finanzdienstleistungen im Dark Web ausgewirkt. Fast 50% aller Bitcoin-Transaktionen sind auf illegale Aktivitäten im Dark Web zurückzuführen. Alphabay war nicht der erste Dark Web-Markt, der Berühmtheit erlangte. Im Jahr 2011 wurde ein Markt namens Silk Road gegründet. Es war der erste, der sowohl Tor als auch Bitcoin verwendete. Drogen und andere illegale Waren werden schon seit den 90er Jahren im Internet verkauft. Was war also bei Silk Road anders? Nun, Silk Road versuchte eine, wie ich es nennen würde, durchgängige Anonymitätsplattform anzubieten. Sie kombiniert die Anonymität des Netzwerks durch den Einsatz von Tor, sodass ein Beobachter nicht erkennen kann, welcher Rechner sich mit welchem Server verbindet, um diese Transaktionen durchzuführen. Silk Road war einst der größte Dark Web-Markt der Welt und hatte bis zu 14.000 illegale Waren im Angebot. Er veränderte das Gesicht des E-Commerce im Dark Web und diente später als Modell für andere Dark Web-Märkte. Silk Road wurde nach 2 Jahren vom FBI geschlossen. Ihr amerikanischer Betreiber wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Man hätte denken können, dass die Polizei gezeigt hat, dass sie diese Leute verhaften kann und dass es dumm wäre, in dieses Geschäft einzusteigen, weil man erwischt wird. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Leute waren davon überzeugt, dass es eine Nachfrage seitens der Kunden gab und dass es eine tragfähige Geschäftsidee war.
Cyberkriminalität kann man am besten mit Angebot und Nachfrage beschreiben. Die Nachfrage auf dem Dark Web-Markt ist riesig. Ende 2014 wurde Alphabay gegründet. Es wurde innerhalb von 2 Jahren 10-mal größer als Silk Road. Okay, also hier müssen wir ein Konto einrichten. Sie verwenden PGP-Authentifizierung, also ziemlich datenschutzorientiert. Mal sehen, ob wir einen anderen Marktplatz finden können. Okay, dafür brauchen wir einen Benutzernamen und ein Passwort. Ich glaube, Alphabay war ziemlich einzigartig, weil es so schnell und einfach war, an Bord zu kommen und einzusteigen. Das hat auf jeden Fall zum Erfolg beigetragen. Anfangs war es nicht die größte Webseite, es war eine sehr kleine. Sie verkauften hauptsächlich Kreditkarten und andere digitale Güter. 2015 geriet Alphabay ins Rampenlicht, weil es gestohlene Uber- und TalkTalk-Daten verkaufte. Jetzt ist es ein gutes Beispiel für illegale Produkte, in diesem Fall Daten, die online verkauft werden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie billig zu kriegen sind, weil es so viele dieser Daten gibt. Man verkauft also eine Person nach der anderen für ein paar Dollar. Und es gab eine Menge Konten, die auf Alphabay verkauft wurden, nicht nur von Uber, auch Netflix, Hulu. Das sind Sachen, von denen ich glaube, dass sie ziemlich häufig gekauft werden, weil sie als nicht so illegal gelten. Aber es ist etwas, das sie haben wollen. Und dann, als das Geschäft immer besser lief und andere Verkäufer dazu kamen, hat er nicht Nein gesagt, als die Leute anfingen, Drogen zu verkaufen. Der Betreiber verlangte 2 bis 4% Provision auf alle Transaktionen und verdiente damit etwa 32.000 Dollar pro Tag. In 2 Jahren machte die Seite über 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung. Es ist sehr interessant, sich zu fragen, wie viele Leute man braucht, um einen Dark Web-Marktplatz zu betreiben. Und die Antwort ist, dass es im Allgemeinen überraschend wenige sind. Viele der Leute, die diese Marktplätze eröffnen, sind keine Drogensyndikate oder Berufsverbrecher. Es sind Leute mit einem starken IT-Hintergrund. Es handelt sich hier wirklich um Wirtschaftskriminalität, was für den Betreiber der Plattform durchaus Sinn macht. Schließlich ist der Betrieb einer Webseite ein IT-Job. Interessant ist aber, dass man dieselben Marketingtechniken sieht, die auch von seriösen Unternehmen eingesetzt werden. Soziale Netzwerke wie Twitter, Reddit und sie haben einige Social-Media-Berater, die im Wesentlichen ihre Marken in diesen sozialen Netzwerken bewerben. Die meisten Kryptokriminellen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Sie neigen also zu illegalen Aktivitäten und haben keine Angst vor dem Gesetz. Viele von ihnen sind furchtlos und rücksichtslos beim Experimentieren. Sie haben ein gewisses Ego innerhalb der Gemeinschaft. Das Wissen, dass es der Öffentlichkeit an Verständnis für Cybersicherheit mangelt, führt dazu, dass einige der Cybersecurity-Hacker oder Hacker-Experten denken, dass sie fast so etwas wie Superkräfte haben und dass sie so gut sind, dass niemand sie finden wird. Es handelt sich um eine Gruppe von Kriminellen, die sich herausgefordert fühlen könnten. Sie denken einfach, dass es Spaß macht und dass es ein Spiel des kriminellen Verstandes ist. Es muss für diese Leute ein bisschen aufregend sein. Es muss etwas sein, das Nervenkitzel bietet, ein Hochgefühl sozusagen. Im speziellen Fall des Alphabay-Marktplatzes und der Reichweite und der Anzahl der Nutzer, die dieser Marktplatz erreicht hat, hatte der Besitzer wahrscheinlich ein Gefühl des Erfolgs.
ein Gefühl der Unantastbarkeit, weil er ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Sie haben mich bis jetzt nicht gefunden, also werden sie mich nie fangen. Zu Beginn hat er nicht erwartet, dass wir so viel wissen. Er war sehr schlau. Er dachte, niemand würde ihm jemals auf die Schliche kommen, weil er viele Sicherheitsschichten um sich herum hatte. Wir hatten hunderte von Leuten, die an diesem Fall arbeiteten und monatelang versuchten, diese eine Person zur Strecke zu bringen. Operation Bayonet, ein von 10 Ländern gebildetes und von Europol unterstütztes Strafverfolgungsteam, plante 1,5 Jahre lang die Zerschlagung von Alpha Bay. Nach 6 Monaten war die thailändische Polizei bereit, Cases zu fassen. Der Täter war ein Technikexperte. Er galt als die Nummer 1 unter den Cyberkriminellen. Er war sehr geschickt darin, sich lange Zeit den Ermittlungen des FBI zu entziehen, bis wir ihn in Thailand bei der Begehung der Straftat erwischten. Es war eine Herausforderung, alle Beweise gegen ihn zu sammeln. Die thailändische Polizei, die US-amerikanische und andere ausländische Polizeibeamte, die an diesem Tag zusammenarbeiteten, standen unter großem Druck. Wir haben noch nie in einem Fall wie diesem ermittelt. Normalerweise verfolgen wir nur die Spuren auf den Bankkonten und einige elektronische Informationen. Aber noch nie mussten wir Technologie einsetzen und eine 24-Stunden-Überwachung durchführen. 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat. Das war eine ziemlich intensive Operation für uns. Wie konnten wir das erreichen? Wir mussten ihn auf frischer Tat ertappen, während er die Website verwaltete, da er nicht die ganze Zeit an seinem Computer war. Wenn man sieht, dass der Laptop von jemandem auf dem Marktplatz angemeldet ist, zeigt das auch die Absicht. Es zeigt, dass sie tatsächlich die Person sind, die diesen Marktplatz verwaltet. Leute, die Tor-Kryptowährungen verwenden, werden mit ziemlicher Sicherheit zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen auf ihrem Laptop treffen. Wenn die Strafverfolgungsbehörden kommen, schließen sie ihn einfach. Es ist ein riesiger verschlüsselter Ziegelstein. Es gibt nichts Wasserdichteres, als Administrator auf einem illegalen Marktplatz angemeldet zu sein. Sie sind eindeutig involviert. Alle 10 Länder waren an diesem Tag bereit, nicht nur Thailand. Wir waren die erste Stufe der Operation. Wir waren besorgt, dass, wenn wir an irgendeinem Punkt versagen würden, alle anderen auch versagen würden, denn unsere Rolle war entscheidend. Wir mussten unseren Plan von Sekunde zu Sekunde anpassen. Wann bringen wir die Kräfte rein? Von welcher Seite kommen wir? Und wenn er herauskommt, wer wird ihn dann festnehmen? Alles musste unter Kontrolle sein, bevor wir ihn in Gewahrsam nehmen. Die Polizei inszenierte einen Autounfall vor Cases Haus. Als er auftauchte, um nach seinen Sportwagen zu sehen, verhafteten sie ihn schnell. Normalerweise würden die Leute 5 Sekunden brauchen, um zur Vernunft zu kommen und zu reagieren. Deshalb mussten wir unseren Plan innerhalb eines begrenzten Zeitfensters ausführen. Wenn er gemerkt hätte, dass wir hinter ihm, seinem Computer und seinem Telefon her waren, hätte er sie ausgeschaltet. Alles musste innerhalb von 9 Sekunden erledigt werden. Wir mussten die Verhaftung vornehmen und alle elektronischen Geräte konfiszieren, um sicherzustellen, dass er nicht in der Lage ist, sich über andere Verbindungen auf Alpha Bay einzuloggen.
Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass wir die Kontrolle über die Alphabay-Webseite übernehmen können. Als wir begannen, die elektronischen Geräte wie das Notebook zu untersuchen, fanden wir heraus, dass Alexandre Cases dort das Schlüsselpasswort versteckt hatte, das zu dem führte, was er die Brieftasche für die Alphabay-Webseite nannte. Es ermöglichte ihm die Kontrolle über alle Administratoraktivitäten. Wir mussten seinen Rootkey, den Hauptschlüssel, entschlüsseln. Das waren wichtige Daten, die wir von seinem Computer holen wollten. Die meisten Leute benutzten sehr einfache Passwörter wie Passwort oder Ich liebe dich oder Baseball oder solche Sachen. Leute, die diese Marktplätze betreiben, verwenden schwer zu knackende Passwörter. Wenn man über einen Passsatz nachdenkt, nicht über ein Passwort, zum Beispiel einen Satz aus einem Buch, dann wird es plötzlich sehr, sehr schwierig, das zu erraten. Der Versuch, eines dieser Passwörter zu knacken, würde eine enorme Menge an Ressourcen erfordern. Und die Verschlüsselung selbst zu knacken, ist mit der heutigen Technologie im Grunde nicht möglich. An dem Tag, an dem wir ihn fanden, ertappte ihn die Cybercrime-Einheit auf frischer Tat. Er betrieb die Website als Administrator. Deshalb waren wir zuversichtlich, dass wir mit all diesen Beweisen die richtige Person verhaftet hatten. Alexandre Cases wurde in thailändischen Polizeigewahrsam genommen. Er sollte an die USA ausgeliefert und dort wegen 16 Straftaten angeklagt werden. Aber Operation Bayonet wurde aus den Medien herausgehalten. Für Außenstehende war Alphabay einfach offline gegangen. Die Leute dachten, dass Alphabay einen Exit-Betrug begangen hatte. Die Plattform war zwar noch da, aber man konnte dort kein Geld mehr machen. Die Polizei tat das, um die Leute, die auf Alphabay waren, dazu zu bringen, woanders hinzugehen, zu einem anderen Markt. Alphabay-Nutzer suchten nach einem neuen Ort, um mit Waren zu handeln. Sie wechselten zum Dark-Web-Marktplatz Hansa. Aber Operation Bayonet hatte auch die Kontrolle über Hansa übernommen. Sie sammelten Informationen über alle Verkäufer von den Servern beider Märkte. Dies ist eine bahnbrechende Operation. Alphabay war etwa 10-mal so groß wie die Seidenstraße. Wir sprechen von mehreren Servern, verschiedenen Ländern, Hunderten von Millionen Dollar an Kryptowährung und einem weltumspannenden Drogenhandel. Eine Woche nach seiner Verhaftung starb Alexandre Cases in Untersuchungshaft. Es war offensichtlich Selbstmord. Es ist nun 2 Jahre her, dass Alphabay abgeschaltet wurde. Auf schätzungsweise 30 Dark-Web-Marktplätzen werden weiterhin Drogen und illegale Waren verkauft. Im Jahr 2018 bildeten das FBI und Europol spezielle Teams zur Bekämpfung von Verbrechen im Dark Web. Das neue thailändische Cybersicherheitsgesetz erlaubt der Regierung den Zugriff auf Daten und Geräte. Es erlaubt ihr, den Internetverkehr zu überwachen und auf private Daten einschließlich der Kommunikation zuzugreifen. Ohne Gerichtsbeschluss. Lolly Candy, eine pädophile Online-Gruppe, wurde 2016 gegründet.
Im März 2017 tauchte sie erstmals auf dem Radar der Polizei auf. Sie fand rund 10.000 Fotos und Videos, die von mehr als 8.000 Mitgliedern geteilt wurden. Innerhalb eines Monats wurden die vier Administratoren verhaftet, darunter auch ihr Gründer Wawan. Er wurde zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Ich bin kein Pädophiler. Ich bin normal. Nur Gott und ich wissen, dass das alles eine Lüge ist. Ich wurde gezwungen zu gestehen, dass ich Opfer hatte, obwohl es in Wirklichkeit keine gab. Was sie getan haben, war sehr unethisch und böse, weil sie Fotos von kleinen Kindern in der Gruppe geteilt haben. Darunter auch pornografische Videos, pornografische Fotos. Shailendra führte im Vorfeld ein exklusives Interview mit Wawan als Teil seines Untersuchungsberichts über den Fall Lolikandi. Wenn sie nichts zu posten hatten, nahmen sie einfach ein paar Bilder von anderen Gruppen und teilten sie. Wawan behauptete, dass er internationalen Gruppen beigetreten sei. Also nahm er Fotos aus diesen Gruppen und postete sie in der Facebook-Gruppe von Lolikandi. Die Fotos, die sie teilten, wurden meist an öffentlichen Orten wie Stränden und Zoos aufgenommen. Sie machten Fotos von Kindern und teilten sie in Gruppen. Das ist sehr beunruhigend. Ich habe auch eine Reihe ihrer Unterhaltungen gelesen. In der Gruppe gaben sie Tipps, wie man sich Kindern nähern kann. Ich habe im Alter von 8 Jahren mit dem Internet angefangen. Ich war Autodidakt. Ich habe es mir selbst beigebracht. Ich war ein ruhiger, introvertierter Junge. Ich zog es vor, mit meinen Geräten zu spielen, anstatt mit Menschen in Kontakt zu treten. Als Kind liebte ich es, ins Internetcafé zu gehen. Ich liebte es so sehr, dass ich eine Stunde lang lief, um dorthin zu gelangen. Ich ging so oft dorthin, dass ich selbst ein Internetcafé-Betreiber wurde. Ich habe meistens dort gelebt. Er hat wahrscheinlich viel Zeit im Café verbracht. Wawan erzählte mir, dass er irgendwann versuchte, in das Deep Web einzusteigen und den Begriff Pädophil kennenlernte. Er war adoptiert und von seiner Tante aufgezogen worden. Aber wegen finanzieller Probleme konnte er die Grundschule nicht abschließen. Wawan stammt aus einer Familie am Rande der Gesellschaft. Als Wawan diese Gruppe gründete, war er stolz auf sich, weil er der Gruppenleiter war und viele Leute kontrollieren konnte. Es erfüllte ihn mit Stolz, viele internationale Freunde zu haben. Es gab eine Menge Kinderpornografie auf Lolikandi. Warum haben Sie sie weitergeführt? Das habe ich nicht. Lassen Sie es mich noch einmal klarstellen. Es ging nicht darum, ob ich es fortgesetzt habe oder nicht. Ich war selten aktiv. Erstens sah es nicht so aus, als würde er sich sehr schuldig fühlen. Kemudian kedua,
Zweitens fühlte er sich als Opfer. Und drittens wollte er klarstellen, dass er nicht der Täter sei, dass er kein Pädophiler sei. Seit 2017 führten wir Cyberpatrouillen durch. Dabei entdeckten wir eine Facebook-Gruppe namens Lowly Candy. Sie posteten Kinderpornografie. Wir hatten auch Berichte aus der Öffentlichkeit darüber erhalten. Auf der Grundlage dieser Berichte führten wir eine verdeckte Operation durch. Lowly Candy ist einer der größten Fälle, die wir in letzter Zeit aufgedeckt haben. Zum einen ist der Täter Wawan, Indonesier. Aber er gehörte auch zum Verwaltungsteam anderer pädophiler Gruppen, die wiederum mit anderen internationalen Gruppen verbunden waren. Zu Beginn unserer Ermittlungen hatte die Facebook-Gruppe rund 6.000 Mitglieder. Nachdem wir nun eine Woche lang recherchiert hatten, mussten wir schockiert feststellen, dass die Zahl der Mitglieder auf 8.000 gestiegen war. Es gab 10.000 Fotos und Videos. Wir waren wirklich schockiert, als wir die Lowly Candy Facebook-Gruppe zum ersten Mal sahen, wie massiv der Austausch von Daten, Informationen, Fotos und Videos von Kindern wurde. Als Eltern waren wir natürlich besorgt. Facebook war nicht ihre einzige Kommunikationsplattform. Sie gründeten auch andere Gruppen auf WhatsApp und Telegram. Bei unseren Nachforschungen fanden wir heraus, dass der WhatsApp-Gruppe Personen aus etwa 40 anderen Ländern hinzugefügt wurden. Es gab etwa 11 WhatsApp- und Telegram-Gruppen und eine der Facebook-Gruppen aus Indonesien hatte mehr als 8.000 Mitglieder. Die Mitglieder von Lowly Candy waren in mehreren WhatsApp-Chats aktiv. WhatsApp begrenzt jede Gruppe auf maximal 256 Mitglieder. Bei Facebook gibt es keine Begrenzung. Es können also Tausende von Mitgliedern beitreten. Sie wussten, dass Facebook die von ihnen hochgeladenen Inhalte zensieren und die Konten, die vulgäre Inhalte posten, verbieten würde. Also wechselten sie zu WhatsApp. Im Vergleich zu Facebook waren die Inhalte in der WhatsApp-Gruppe noch vulgärer. Sie waren so dreist, echte Fotos und Videos zu teilen. Wie viel, um mehr von ihr zu sehen? $2. Okay, überwiesen. Diese Apps wie WhatsApp und Telegram bieten den Nutzern die Möglichkeit, in einer privaten und sicheren Umgebung zu kommunizieren. Deshalb können Sie in diesem Fall zum Beispiel Chatgruppen bilden, die Punkt-zu-Punkt verschlüsselt sind und einfach die Informationen in einer privaten und sicheren Umgebung teilen. Die Beweise verbleiben auf Ihrem eigenen Gerät, auf dem Client-Gerät. Und natürlich können die Beweise in dem Moment, in dem Sie sie löschen, dauerhaft gelöscht und zerstört werden. Es gibt keine Möglichkeit, sie wiederherzustellen. Wir bewahren keine Daten für Strafverfolgungszwecke auf, es sei denn, wir erhalten eine gültige Anfrage zur Aufbewahrung, bevor ein Nutzer diese Inhalte aus unserem Dienst gelöscht hat. Wir melden alle offensichtlichen Fälle von Kinderpornografie.
Lowly Candy sollte eine Anime-Gruppe sein. Wir diskutierten über Game-Spoiler, Anime und welche Anime zu der Zeit im Fernsehen liefen. Ich war nicht der ursprüngliche Ersteller. Nach einiger Zeit verschwand der Account. Die alten Mitglieder baten mich, eine neue Gruppe zu gründen. Wawan, damals 25, rekrutierte seine Online-Freunde Dede, T-Day und Shiha als Co-Administratoren. Shiha und T-Day waren beide minderjährig. Wawan war als das Gehirn und Hauptadministrator bekannt. Shiha war seine weibliche Assistentin, die die Aktivitäten der Mitglieder überprüfte. T-Day und Dede waren Mitglieder und Gruppenadministratoren, die regelmäßig Videos und Fotos hochluden. Alle vier hatten sich noch nie im wirklichen Leben getroffen. Ich dachte, dass Shiha Wawan vielleicht mochte und dachte, dass, weil sie einen Freund hatte, ihm gehorchen musste. Sie hat vielleicht gedacht, dass etwas nicht stimmt, aber sie hat mitgemacht, weil ihr Freund auch dabei war. Es war nur zum Spaß. War Shiha ihre Freundin? Nein, sie war eine enge Freundin. Ich kannte sie von Facebook. Je mehr ich sie kennenlernte, desto mehr verbannte uns das Thema Anime. Okay, Freundschaftsanfrage gesendet. Angenommen. Du magst Anime. Du auch? Auf jeden Fall. Was magst du denn? Was hast du dir angesehen? Wir diskutieren über Anime-OST in meiner Gruppe. Okay, kann ich mitmachen? Also habe ich sie in die Gruppe eingeladen, weil ich dachte, sie könnte sie verbessern und aktiver machen. Aber sie hat sich darin verstrickt. Jemand gab einen Kommentar ab, die Leute waren nett zu ihr, haben ihr geschmeichelt und sie hat sich hinreißen lassen. Vielleicht wurde ihr gesagt, sie solle solche Dinge hochladen. Damals hatte T-Day mich gebeten, ihn zum Admin zu machen. Bro. Gelangweilt, Bro. Du hast eine neue Gruppe gegründet? Ja, habe sie gerade erstellt. Mach mich zum Admin, Bro. Vielleicht war T-Day aktiver, weil er noch in der Schule war. Nach der Schule hatte er Zeit. Er konnte sie nutzen, um die Gruppe zu verwalten. Die erste Person, die ich ernannt habe, war Ilunaya. Er wurde Administrator, weil wir uns sehr nahe standen. Wir hatten uns im indonesischen Deep Web kennengelernt. Gibt es lustige Gruppen? Was machst du so? Ich habe ein neues Lowly Candy gestartet. Check mal dein Facebook, ich habe dir eine Admin-Einladung geschickt. In der Gruppe war er sehr an Anime und Anime-OST interessiert. Das Deep Web bezieht sich auf alle Webseiten, die von Suchmaschinen wie Google nicht gefunden werden. Dazu gehören auch alle Nutzerdatenbanken und Cloud-Speicher. Es gab viele Anfragen, eine zweite Gruppe zu starten. Wawan behauptet, er habe die Gruppe Lowly Candy gegründet, um über Anime zu diskutieren. Er behauptet, er habe nie beabsichtigt, dass sie kinderpornografische Inhalte enthält. Official Lowly Candy 18+. Was bedeutet 18+? Um diejenigen zu filtern, die beigetreten sind. Nur Erwachsene, keine Teenager durften posten. Wenn Mitglieder also über Pornos diskutieren wollten, waren sie erwachsen. Und wir haben die Regel aufgestellt, dass pornografische Beiträge nur zwischen 22 Uhr und morgens veröffentlicht werden dürfen. Artikel 4.1 des indonesischen Antipornografiegesetzes verbietet die Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie. Trotzdem zeigen Polizeidaten, dass es in Indonesien täglich 25.000 Fälle von Kinderpornografieaktivitäten gibt. Wir hatten bereits eine zweite Gruppe geschaffen. In der ersten Gruppe haben wir solche Regeln nicht gemacht. Denn wir waren es schon leid, uns mit solchen Mitgliedern auseinanderzusetzen. Wir konnten es nicht vermeiden. Mein Handy war kaputt, deshalb konnte ich die Gruppe überhaupt nicht überwachen. Im Internetcafé habe ich mich nur selten bei Facebook eingeloggt, weil ich zu der Zeit mit Spielen beschäftigt war. Ich hatte keine Zeit für Facebook.
Ich habe mich nicht um solche Dinge gekümmert. Ich war es leid, Leute rauszuschmeißen. Das hat mich bei der Arbeit gestört. Ich habe nachts gearbeitet. Tagsüber hatte ich etwas Ruhe. Aber ich wurde dadurch unterbrochen. Jemand schrieb bei WhatsApp, hey, das ist ein Facebook-Post, jemand hat dies und das getan. Jeden Tag meldeten sich Leute bei mir. Ich wurde müde und überließ es ihnen. Sie haben das Konto während Ihrer Arbeit im Internetcafé verwaltet? Ja. Ich habe die Gruppe auch im Internetcafé gegründet. Als ich anfing, sie zu überprüfen, dachte ich, das ist nicht richtig. Ich muss da Leute rausschmeißen. Aber sie hatten viele Konten, geklonte Konten. Sie posteten ununterbrochen. Wir waren es leid, sie jeden Tag rauszuschmeißen. Warum haben Sie mit dem zweiten Lolli-Candy weitergemacht? Weil ich dort meistens Empfehlungen gefunden habe. Ich habe dann Links erstellt, Spiele-Links. Aber ich habe ADS benutzt, Adfly-Werbung, und verdiente damit Geld. Die Mitglieder von Lolli-Candy tauschten untereinander Kinderpornografie über verkürzte Links aus. Wenn diese Links angeklickt wurden, wurden die Mitglieder durch eine Werbung umgeleitet. Sie wurden pro Klick bezahlt. Für jeden, der die Webseite besuchte, bekamen sie einen oder zwei indonesische Rupiah. Sie verdienten zwischen 70 Cent und 1,40 Dollar im Monat, gerade mal genug für einen Prepaid-Tarif. Ein anderer Administrator teilte oft Fotos und Videos und ließ sich in Form von Handyguthaben in Höhe von 1,50 Dollar bis 3,50 Dollar bezahlen. Ich bin der Meinung, dass die Absichten der Mitglieder gemischt waren. Jemand, der finanzielle Probleme hatte, hat vielleicht viele Fotos geteilt. Und andere taten das aus sexueller Befriedigung. Sie hatte keine Angst. Kinder sind unschuldig. Wenn jemand sie bittet, etwas zu tun, haben sie normalerweise Angst. Aber was ich gesehen habe, war das Gegenteil. Ich habe gelesen, dass es 6 Kinder gab, die ihre Opfer waren. 3 haben zugegeben, dass sie sich ihnen genähert haben. Damals wurde ich gezwungen. Ich schwöre bei Gott, das ist die Wahrheit. Ich wurde gezwungen zu gestehen, und als ich nach forensischen Beweisen fragte, gab es keine. Es wurde nicht einmal im Prozess erwähnt. Sie können es nachprüfen, wenn Sie mir nicht glauben. Es gab keine forensischen Beweise, dass ich ein Opfer hatte. Das ist einer Ihrer Posts. Es war einer meiner doppelten Accounts. Viele behaupteten, ich zu sein. Mein ursprünglicher Account hatte kein echtes Foto. Ich habe nur mein altes Spiel-Icon benutzt. Wawan behauptet, dass er nicht für die vielen Facebook-Konten verantwortlich ist, die mit seinem Alias verknüpft sind. Unsere Beweise belegen eindeutig das Gegenteil von Wawans Behauptungen. Er hat nicht nur Fotos und Videos geteilt und erstellt, sondern sich auch an den Kindern vergangen. Zu seinen Opfern gehörten seine Nachbarin und seine Nichte. Das indonesische Kinderschutzgesetz definiert jeden unter 18 Jahren als Kind. Ein umstrittenes Gesetz erlaubt die chemische Kastration und die Todesstrafe für Täter, die sexuelle Gewalt gegen Kinder ausüben. Trotzdem gibt es in Indonesien offenbar die höchste Zahl an pädophilen Fällen in Asien.
Touristische Ziele in Indonesien werden oft als Zufluchtsort für Pädophile bezeichnet. UNICEF Indonesien gab an, dass es zwischen 2010 und 2015 jedes Jahr 40.000 Opfer sexueller Ausbeutung von Kindern gab. Das ist sehr besorgniserregend. Ich weiß nicht, was Indonesien zu einem Zufluchtsort für Pädophile macht. Sexualerziehung ist hier immer noch ein Tabu. Es ist zum Beispiel schwierig zu erklären, wie sexueller Missbrauch selbst im Umgang mit Fremden geschehen kann. Auch die Regierung muss mehr Bewusstsein dafür schaffen und das Gesetz durchsetzen. Wir sind nicht wachsam genug. Pädophilie ist ein sehr drängendes Thema in Indonesien. Wir müssen ernsthaft damit umgehen. Wir müssen wachsamer sein und das Bewusstsein in der Gesellschaft schärfen. Kinder sollten sich trauen, Nein zu sagen. Sei mutig. Wenn es passiert, ist das nicht der Moment, höflich zu den Gästen zu sein. Wenn man sie kennenlernt, sind sie meistens sehr sympathisch und eloquent. Man würde gar nicht ahnen, dass sie Kinder belästigt oder missbraucht haben, wenn es einem niemand sagen würde. Das sind genau die Eigenschaften, die ein Kind dazu bringen, sich für eine solche Person zu erwärmen, weil sie überhaupt nicht bedrohlich wirkt. Und das ist der ganze Modus operandi. Denn dadurch, dass sie so freundlich und warmherzig und zugänglich und vertrauenswürdig wirken, lassen Eltern ihre Kinder bei diesen Leuten. Und dann nutzen diese Leute die Kinder aus. Es gibt also eine bestimmte Art, ein bestimmtes Auftreten, das diese Personen entwickelt haben, um daraus Vorteil zu ziehen. Dieser ganze Prozess ist ein Prozess des Groomings, bei dem die Person eine Verbindung zu ihnen aufbaut, um sie völlig auszubeuten. Die Mitglieder sprachen davon, Kindergärtnerinnen zu werden, um leichte Opfer zu bekommen. Wenn die Kinder zum Beispiel mit dem Turnen fertig sind, könnten sie an ihrem Schweiß riechen. Sie geben tatsächlich regelrecht an. Ich habe es geschafft, ein Foto von meinem Nachbarn zu bekommen. Ich habe es geschafft, ein Foto von meinem Neffen oder meiner Nichte zu teilen. Und es ist ihr eigener Neffe, ihre eigene Nichte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir manchmal denken, dass Pädophile nur Männer sind. In Wirklichkeit können auch Frauen pädophil sein. Sie können auch Befriedigung aus dem Geschlechtsverkehr mit kleinen Jungen ziehen. Es sind also nicht nur junge Mädchen. Auch kleine Jungen können Opfer sein. Shiha hat zugegeben, dass sie in der Gruppe war. Aber sie hat bestritten, dass sie aktiv Fotos von Kindern verbreitet hat. Sie sagte, dass sie sich nicht zu jüngeren Kindern hingezogen fühlt und dass sie sich mehr zu Wawan hingezogen fühlte. Pädophilie kann durch genetische Faktoren verursacht werden. Aber es gibt auch Umweltfaktoren. Ein genetischer Faktor ist etwas, das die psychosexuelle Entwicklung beeinflusst. Dadurch fühlt sich eine Person stärker zu Kindern hingezogen und hat es daher auf sie abgesehen. Beispiele für Umweltfaktoren könnten sein, dass ein ehemaliges Opfer zum Täter wird und sich rächen will. Oder dass Druck von Gleichaltrigen und der Umgebung ausgeübt wird. Manchmal werden bei sexueller Ausbeutung oder sexueller Gewalt zwar die Täter bekämpft, aber die Opfer vergessen. Wie bei einer Wunde. Wenn sie nicht schnell behandelt wird, verformt die Narbe die Haut. Eine Verformung auf psychologischer Ebene könnte später zu etwas Komplexem werden. Und das könnte sie in der Zukunft zum Angreifer machen. Das gilt auch für Wawan, der das Gleiche gesagt hat.
Indonesien hat eine der weltweit höchsten Zahlen an Internetnutzern. WhatsApp und Facebook gehören zu den Top 3 Plattformen der sozialen Medien. Bei der Anzahl der Facebook-Nutzer liegt Indonesien weltweit auf Platz 4. Diese Gruppe nutzt die sozialen Medien genau zu dem Zweck, für den sie geschaffen wurden. Sie müssen mit anderen Menschen kommunizieren. Deshalb verwenden sie dieselbe Strategie. Sie erstellen ein Profil, sie gründen Gruppen und laden andere Gleichgesinnte ein, beizutreten und Informationen auszutauschen. Viele der Tools sind leicht zugänglich und öffentlich verfügbar. Aber offensichtlich haben die meisten Leute, die diese Syndikate leiten, IT-Kenntnisse. Und sie kennen diese Plattformen und sie können diese Plattformen missbrauchen und Verbrechen begehen. Wussten Sie nicht, dass Kinderpornografie ein Verbrechen ist? Am Anfang wusste ich das nicht. Ich dachte, es sei eine neue Art von Porno. Ich habe damals zum ersten Mal davon erfahren. Als ich wusste, dass es ein Verbrechen ist, wollte ich die Gruppe verlassen. Als ich gerade gehen wollte, wurde ich verhaftet. Ich nutze soziale Medien jeden Tag, sobald ich meine Kinder zur Schule geschickt habe und mein Mann zur Arbeit gegangen ist. Rizrona ist Mitglied der Facebook-Gruppe Fun Fun Centilisis von Müttern, die zu Hause bleiben. Sie tauschen oft Geschichten und Tipps untereinander aus. Jemand hat auf cword.com über eine Gruppe namens Loli Candy berichtet. Ich teilte sie mit meiner Gruppe Fun Fun Centilisis. Ich erzählte ihnen, dass es eine Gruppe namens Loli Candy gibt, die es auf Kinder abgesehen hat. Meine Freunde haben mir zuerst nicht geglaubt. Sie hielten mich für paranoid und hatten Angst, dass ich einen Hoax verbreite. Fake News. In Indonesien gibt es viele Fake News. Unser Faktenchecking-Team muss 5-mal am Tag überprüfen, ob eine Nachricht echt ist oder nicht. Können Sie sich das vorstellen? In einem Monat könnten das 150 Millionen sein. Das ist enorm. Also schlossen sich 4 von uns der Loli Candy Gruppe an, um zu sehen, ob die Nachricht echt war oder nicht. Als ich die Gruppe das erste Mal sah, war ich schockiert, weil sie Tausende von Mitgliedern hatte. Es gab Fotos von nackten Kindern. Sie teilten Bilder von Kindern im Alter von 9 Monaten bis zu 10 Jahren. Schockierend war, dass sie nicht nur an den Kindern in ihrer Nachbarschaft interessiert waren. Sie nahmen auch Fotos von den Social-Media-Konten anderer Leute und machten sexuelle Kommentare. Ich habe oft Bilder von meinen Kindern auf meinen Social-Media-Konten gepostet.
Aber seit diesem pädophilen Vorfall habe ich damit aufgehört. Ich habe die Bilder auf privat gestellt, damit nur mein Mann und Familienmitglieder sie sehen können. Wir sammelten Screenshots, Fotos von Kindern, von den Opfern. Wir waren erleichtert und dankbar, dass die Polizei unsere Bedenken ernst genommen hat. Es gab noch eine weitere schockierende Regel in der Gruppe. Sie mussten beweisen, dass die Fotos und Videos, die sie teilten, Originalinhalte waren. T-Day, einer der Administratoren der Lowly Candy Gruppe, hatte bewiesen, dass man durch das Teilen von Originalfotos und Videos eine große Resonanz bei den Mitgliedern erzielen und ein beliebtes Mitglied in der Gruppe werden konnte. Zur Teilnahme an der Gruppe gehört also nicht nur das Teilen von Inhalten, sondern auch Interaktion, Tauschhandel und Kommunikation, um zu zeigen, dass man in der Gruppe aktiv ist. Und wenn Sie Fotos haben, müssen Sie den Ort in den Bildunterschriften angeben, um die Leute davon zu überzeugen, dass die Fotos echt sind, damit sie nicht aus der Gruppe rausgeschmissen werden. Es gab Regeln, die besagten, dass die Mitglieder immer beweisen sollten, dass die Videos oder Fotos, die sie teilten, original waren, indem sie den Tag, das Datum oder den Namen der Person, an die sie es senden wollten, aufschrieben. Dieser Schritt diente dazu, zu beweisen, dass das Video wirklich von ihnen aufgenommen wurde und nicht von anderen Social-Media-Seiten stammt. Facebook ist streng beim Filtern von Beiträgen. Aus diesem Grund wurden auf Facebook bestimmte Codes verwendet, zum Beispiel die Abkürzung CP für Child Porn. Das war eine Vertuschung, damit der vulgäre Begriff nicht entdeckt wird. Es gibt dort aber immer noch sexuelle Interaktionen. Es ist verboten, es wird automatisch von Facebook gesperrt. Deswegen heißt es hier, es ist besser, Inhalte zu zensieren, wenn ihr etwas sehr Vulgäres posten möchtet, wie zum Beispiel Brustwarzen oder Intimbereiche. Man zensiert sie, indem man eine andere Farbe oder Emoticons verwendet. Man kann auch keine blauen Links, also Hyperlinks, teilen. Ein blauer Link ist ein Link, der automatisch blau wird, weil er aktiv ist. Und sie gaben dann die Anweisung, wenn ihr Links teilen wollt, wie zum Beispiel mega.nz, dann sollte es mega-nz sein. Dann wird der Link nicht blau. Nehmen wir ein Beispiel für eine URL. Wenn diese URL zum Beispiel ein Schlüsselwort enthält, das von der Software erkannt wird. Wenn die URL jedoch gekürzt wird, sind die Schlüsselwörter nicht mehr darin vorhanden und die jeweilige Software erkennt sie möglicherweise nicht. Was wir derzeit im Internet sehen, die Suchmaschine und die von der Suchmaschine indizierten Informationen machen nur 5% des gesamten Internets aus. Daneben gibt es das, was wir das Deep Web und das Dark Web nennen. Dark Web ist ein versteckter Teil des Internets. Sie brauchen aber Social-Media-Plattformen. Warum? Weil sie andere Mitglieder darüber informieren müssen, welche Informationen im Dark Web verfügbar sind. Wie alt ist sie? Ich liebe das. Hast du noch mehr? Sie haben die unzensierten Fotos oder Videos auf speziellen Webseiten gespeichert. Mitglieder, die nach dem Ansehen des zensierten Videos daran interessiert waren, eine Vollversion zu erhalten, würden sich an den Administrator wenden, der den Link bereitstellt.
Der Grund, warum die Zahl der Lolicandy-Mitglieder so schnell anstieg, auf bis zu 7000 Mitglieder, lag darin, dass die von Wawan und anderen Leuten bereitgestellten Webseiten eine geringe Firewall-Sicherheit haben. Sie müssen nicht ständig auf dem Server herumklicken, um zur Domain zu kommen. Es fühlt sich an, als wären nur 3 Klicks nötig, um zur Hauptseite zu gelangen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen versuchte die indonesische Polizei, verdeckten Zugang zur Facebook-Gruppe Lolicandy zu erhalten. Es war eine Herausforderung für uns und uns wurde klar, dass wir nicht lange verdeckt bleiben könnten, weil wir nicht in der Lage gewesen wären, die benötigten Videos oder Fotos zu teilen, so wie sie es von den Mitgliedern verlangen. Während die 4 Administratoren uns als Mitglieder genehmigten, bereiteten wir Ausreden vor, um Zeit zu gewinnen und gleichzeitig nach Informationen über die Täter zu suchen. Wir haben Facebook um Hilfe gebeten, um uns mit Informationen zu versorgen. Wir wollten prüfen, ob das Konto echt oder anonym ist. Doch dann fanden wir heraus, dass sie ihre echten Handynummern angegeben hatten. Die Telefonnummern halfen der Polizei, die echten Konten zu identifizieren und die Standorte der Verdächtigen zu lokalisieren. Wawan hatte ein Foto eines 5-jährigen Kindes in der Facebook-Gruppe Lolicandy gepostet. Wawan hat Fotos von einem kleinen Kind in seiner Nachbarschaft gemacht und das Bild in der Gruppe geteilt. Dadurch konnte die Polizei seinen Standort ermitteln, da auf dem Foto ein Motorrad zu sehen und dessen Nummernschild sichtbar war. Wir beschlossen, ein Team zu bilden und uns in 4er-Gruppen aufzuteilen, um sie gemeinsam zu verhaften. Das war eine Herausforderung für uns. Wie zuletzt besprochen, ist es uns gelungen, die 4 in Lolicandy verwickelten Personen zu identifizieren, die wir bald verhaften werden. Die 4 sind an unterschiedlichen Orten. Unsere Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass wir sie gleichzeitig verhaften müssen und das nicht getrennt an verschiedenen Tagen tun können. Warum? Unserer Analyse zufolge haben sie einen Befehl. Wenn etwas passiert, werden sie alles abschalten und wir verlieren alle Daten, die wir brauchen. Damals hatten wir einen Nachbarn gefunden, der sagte, Wawan könnte in einem bestimmten Haus sein. Dann überprüften wir das Bild auf seinem Facebook-Konto nochmal und stellten fest, dass es ein Gebäude gab, das mit dem auf seinem Foto übereinstimmte. Dieses Foto bewies uns, dass es von Wawans Haus aus aufgenommen wurde. Wawan verfügte über ein starkes Netzwerk in seiner Region. Er erhielt den Hinweis, dass jemand nach ihm suchte. Also aktualisierte er seinen Status und sagte, dass jemand nach ihm suche und postete, wenn du wirklich mein Freund bist, sei einfach ehrlich. Kein Grund herumzufragen. Mit diesem Update waren wir sicher, dass das Haus tatsächlich dort war, wo Wawan war. Rumah yang ditinggali oleh Wawan. Die sozialen Medien sind wieder einmal in verantwortungslose Hände geraten. Eine Gruppe auf Facebook lud ihre Mitglieder zum Teilen pornografischer Inhalte ein. Die Polizei nahm 2 pädophile Täter und 2 weitere wegen der Verbreitung der Videos fest, darunter ein 17-jähriges Mädchen. Es wurde im September 2016 gegründet.
Es gab 7479 Mitglieder. Neben Facebook und WhatsApp gab es noch weitere Gruppen. Und sie hatten die Fotos auf ihren Handys gespeichert. Für Mitglieder außerhalb Indonesiens haben wir Strafverfolgungsbehörden wie das FBI kontaktiert. Das FBI identifizierte Luli Kendi-Mitglieder aus 63 Ländern und gab die Daten an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden weiter. Es ist uns gelungen, drei Handys von Wawan und eine Reihe von USB-Laufwerken zu sichern. Auf diesen Telefonen und Laufwerken fanden wir rund 2000 Dateien, Fotos und Videos mit Bezug zu Kinderpornografie. Alle vier Administratoren von Luli Kendi wurden wegen der Verbreitung unangemessener Inhalte verurteilt. Aufgrund der Zeitspanne zwischen der mutmaßlichen Straftat und der Festnahme konnte Wawan nicht wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt werden. Die Luli Kendi-Gruppe wurde von Facebook gelöscht. Doch andere Gruppen operieren weiter. Viele davon bestehen aus ehemaligen Mitgliedern von Luli Kendi. Im Jahr 2018 löste die indonesische Polizei eine neue Facebook-Gruppe von Luli Kendi auf.